Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute wird es super pikant, denn es gibt eine sehr, sehr leckere Salsa. Die Salsa ist wirklich super leicht zu machen. Einfach alle Zutaten klein schnibbeln, mit den Gewürzen und dem Zitronensaft und dem Zucker in einen Topf oder Pfanne geben, aufköcheln lassen für 30 bis 45 Minuten, umrühren nicht vergessen und fertig ist das Gericht. Zuerst schneide ich die Zwiebel in feine Würfel. Das gleiche mache ich dann mit der Paprika. Und die Tomaten müssen natürlich auch noch klein geschnibbelt werden. Danach gebe ich alles in eine Pfanne. Ihr könnt auch einen kleinen Topf nehmen. Und alles auf mittlerer Stufe erhitzen. Umrühren. Und danach kommen die Gewürze dran. Ich nehme etwas Zucker, Salz und Pfeffer. Dann noch etwas für die Schärfe, und zwar getrocknete Jalapenos und etwas Zitronensaft. Dann nochmal umrühren, für ca. 30 Minuten weiter köcheln lassen und danach mit etwas Petersilie servieren. Leicht süß und überhaupt nicht scharf. Salsa esse ich ganz gerne als Beilage für Tortillas bei einem Filmabend oder mit geröstetem Brot als Zwischenmahlzeit. Es schmeckt super lecker und vor allem auch kalt. Die Zutaten mit den genauen Mengenangaben unten in der Infobox draufklicken. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ich sage dann schon mal bis morgen. Tschö. Olé. Heute gibt es eine richtige scharfe Salsa. Moment, da ist irgendwas falsch.